herzlichen Freunde, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Sorry, habe gerade gefrühstückt. Auf jeden Fall. Also gerade eben gefrühstückt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir uns heute Animal Jam anschauen und wir fangen auch direkt an mit der Appendale. Wir werden bald noch ein Haustier kaufen, also keine Sorge. Bald. Ich werde darauf warten, bis das Update endlich kommt, dass man Haustiere tauschen kann. Das habe ich nämlich Animal Jam vorgeschlagen im Play Store. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Also hier in der Jama-Siedlung gibt es einen Stein. Und noch mehr. Was ich aber gerade nicht sehe. Nein, hier gibt es auch einen Baum, wo man draufklettern kann. Und tanzen kann zum Beispiel. Da unten ist der Haustiershop, da kann man sich zum Beispiel auch Haustiere kaufen, wie auch im Saphir-Shop. Zum Saphir-Shop kommen wir gleich noch. Und das ist ein winziger Laden, da kann man aber nur rein, wenn man den kleinen Trank hat. Ja, und ich habe die Nummer nicht. Aber den hat eine Freundin, ich weiß nur gerade nicht mehr, wie sie heißt. Sie ist nämlich nicht mehr meine Freundin, aber das ist alles nur aus Versehen passiert, also keine Sorge. Dann kann man hier sich noch hinsetzen und dann kommen so Tigerenten-Zebras. Aber dafür braucht man schon viel, ein paar Leute. Ja. Aber das kommt alles noch im Abo-Special, also muss ich das jetzt gar nicht sagen. Fangen wir an bei Mira. Das ist die Mira, die kann auch tanzen, aber das kommt noch im Abo-Special. Wenn ihr mal endlich alle abonniert hier, dann bekommt ihr auch einen Keks. Oder Nutella-Butter. Dann ist hier der Jama-Kleidungsshop. Da gehe ich jetzt aber nicht dran. Hier ist der Saphir-Shop. Da kann man sich auch Haustiere drin kaufen. Und zum Beispiel auch den Polarwolf. Ja. Wir schauen uns nur alle Gebiete an. Und hier ist dann noch Wasser. Eine Brücke. Ja. Und viel mehr. Dann kann man hier noch weitergehen. Dann kommt man zu Zias. Der verlorene Tempel von Zios. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich kann nicht alle Gebiete auswendig, okay? Ich glaube aber. Nein, verlorener Tempel von Zios. Zios. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Wird das Zios ausgesprochen oder Zios? Ja. Der ist nämlich immer in der Höhle. Hier, das ist Zios. Da hinten ist eine Leseecke. Das hier kommt noch. Und in der Leseecke kommt auch noch was. Dann gehen wir hier mal weiter. Das ist nämlich der Kristallstrand. Vielleicht kommen wir dann auch zum Ort, der nicht auf der Karte steht. Es gibt halt wirklich so einen Ort, der nicht auf der Karte steht. Und man bleibt hier auch manchmal beim Rutschen im Boden feststecken. Ja. Und hier kann man rutschen und ja, hier gibt es auch ein paar Sachen, ein paar viele Sachen. Das hier ist der Schluchtenpfad. Da kann man sich zwar hinsetzen, aber nur die sich lieben. Ja. Weil dann kommen so Herzen und so Liebesmusik und bla 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 bla. Ja. Wer hasst dieses Lied auch? Wer dieses Lied auch hasst, der gibt mal einen Daumen runter. Und wer dieses Lied mag, der gibt einen Daumen hoch. Spaß. Der schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr könnt natürlich bewerten, wie ihr wollt. Dann gibt es hier noch die Wolfshöhle. Da kann man nur leider nicht mit Schattenwolf rein. Ich denke mal, weil es Schattenwolf nicht mehr gibt. Ja.
Es gibt den Schattenwolf ja auch sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten, muss ich sagen. Sehr, sehr selten. Muss ich echt sagen. Dann werden wir im Sarapia-Wald. Hier kann man auch rutschen. Yay. Ich glaube, das war's dann auch schon mit unserer Erkundungstour. Fast. Denn es kommt noch ein Ort, den nicht alle kennen. Genau, das war's dann mit unserer Erkundungstour. Na toll. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen, Mann. Nee, Mann, ey. Wir sehen uns gleich, wenn ich das endlich geschafft habe. Hier wären wir im Kimbara Outback. Es ist hier richtig heiß, deswegen gibt es ja auch einen kleinen See zum Abkühlen. Und da spiegelt man sich auch die Spiegelung drin. Hier. Wo ist es hin? Das war doch früher immer so. Also wenn ihr tanzt, ja. Moment. Normalerweise ist das so, dass da eine Spiegelung kommt, aber gerade anscheinend nicht. Dann gibt es hier noch eine Klinik, falls ihr mal verletzt seid, geht da rein. Da ist nämlich die Gabis Animal Hospital. Ja. Hier ist noch ein Shop, da war ich eigentlich noch nie drin, deswegen gehen wir da jetzt mal rein und schauen, was da drin ist. Habe in der Jammer-Siedlung übrigens was vergessen zu zeigen. Was gibt's denn hier? Das Phantomgemälde. Aspraktis-Skulptur, Sonnenblumentrittsteine, abstrakte Keramik, moosbewachsener Steinverband. Was? Übertreiben. Das ist also Greelys Traumgemälde. Alles klar. Gibt es hier noch mehr? Nein. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, tschüss, Leute. Ihr seid die Besten. Für alle einen Keks, die mich abonniert haben oder noch abonnieren.